Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. In diesem Video möchte ich mit dir über die Kameraeinstellung für dein iPhone reden. Egal, ob du begeisterter Hobbyfotograf oder das Ganze als Job machst, diese Tipps werden dir helfen, um deine Handyfotos auf ein höheres Level zu bringen. Lass uns also direkt anfangen. Um diese ganzen Einstellungen ändern zu können, gehen wir natürlich in unsere Handy-Einstellungen. Scrollen dann in unseren Handy-Einstellungen bis nach unten, wo wir die Kamera finden. Wenn wir dann in den Kameraeinstellungen angekommen sind, fangen wir erstmal bei den Formaten an. Das Format, was wir nutzen werden, nennt sich High Efficiency. High Efficiency Videos werden im HEIC-Format gespeichert. Das bietet eine bessere Bildqualität und gleichzeitig kleinere Dateigrößen. Das bedeutet also, wenn du deine Fotos oder Videos auf deinem Gerät speicherst, nutzen sie weniger von deinem Speicherplatz. Als nächstes aktivieren wir natürlich Apple Pro RAW. Das funktioniert leider nur bei den iPhone Pros, also bei den ganzen Pro-Generationen der Handyserien. Wenn du das nicht hast, ist auch nicht so schlimm, das ist einfach nur das RAW-Format von deinen Fotos, was dir am Ende mehr Möglichkeiten gibt beim Bearbeiten. Gehen wir dann als nächstes zu den Einstellungen beibehalten. In den Einstellungen beibehalten ist das Ganze eigentlich relativ einfach, weil wir ganz einfach alles aktiviert lassen. Also wir lassen den Kameramodus, dass der Kameramodus gespeichert wird, aktivieren wir. Die kreative Steuerung der Kamera aktivieren wir auch. Die Tiefensteuerung aktivieren wir auch, das gibt uns ein bisschen mehr Hintergrundunschärfe, wenn wir Fotos oder Videos machen. Die Makrosteuerung aktivieren wir natürlich auch. Belichtungsanpassung aktivieren wir auch. Den Nachtmodus aktivieren wir natürlich auch. Den Porträtzoom aktivieren wir auch. Apple Pro RAW, wie gerade eben schon gesehen, aktivieren wir definitiv auch, wenn wir die Möglichkeit dazu haben. Apple Pro Res aktivieren wir auch, dazu aber in einem anderen Video mehr. Und Live-Foto aktivieren wir auch. Und das ist ganz wichtig, weil wenn wir Live-Fotos machen, können wir nachher, wenn wir nicht zufrieden sind mit dem Foto, was uns direkt angezeigt wird, können wir in einem Live-Foto auswählen, welches von den paar Sekunden Fotos, die in einem Live-Foto aufgenommen werden, welches von denen wir als unser Foto haben wollen. Wir haben also mehr Möglichkeiten zur Auswahl von unserem Foto. Scrollen wir ein bisschen nach unten und gehen zu den Kompositionseinstellungen. Da aktivieren wir als allererstes einmal das Raster. Das unterteilt unseren Bildschirm in 9 gleich große Teile, was es einfacher macht, unsere Fotos richtig zu komponieren. Dann darunter aktivieren wir natürlich auch die Wasserwaage. Das zeigt uns dann auf dem Bildschirm an, ob wir unser Handy gerade halten oder ob unser Foto ein bisschen schräg ist. Die Frontkamera spiegeln deaktivieren, weil das Ganze ist unnötig und braucht keiner. Und außerhalb des Rahmens anzeigen aktivieren wir auch. Das gibt uns beim Foto und beim Video aufnehmen noch ein bisschen mehr Raum, wo wir sehen können, was wir aufnehmen. Dann scrollen wir noch ein bisschen weiter nach unten zu schnelle Aufnahmen priorisieren. Das deaktivieren wir definitiv, weil das gibt uns weniger Kontrolle über unsere Fotos. Unsere Fotos werden in den meisten Fällen ein bisschen unschärfer, weil das Handy priorisiert, dass wir mehrere Fotos hintereinander aufnehmen können und nicht gute Fotos. Also deaktivieren wir das, um bessere Fotos schießen zu können. Darunter direkt finden wir die Objektivkorrektureinstellungen, die wir definitiv aktivieren wollen. Diese ganze Einstellung korrigiert nämlich die Verzerrung von unserem Weitwinkelobjektiv, wenn wir Fotos in den 0,5 Kameramodus aufnehmen wollen. Also aktivieren wir das definitiv. Und direkt darunter finden wir die Makrosteuerung, die auch nur bei den neueren Handys verfügbar ist. Das Ganze gibt uns also die Kontrolle, um näher ranzugehen an unser Objekt, um ein Makrofoto zu machen. Das waren also meine Tipps für bessere Fotos mit deinem iPhone. Indem du diese Einstellungen einstellst, garantiere ich dir zu 100%, dass deine iPhone-Fotos eine bessere Qualität haben werden. Experimentiere aber ein bisschen mit diesen Einstellungen, um die perfekten Einstellungen für deine Fotos herauszufinden. Wenn dir das Video gefallen und vor allem geholfen hat, dann lass natürlich einen Daumen nach oben da, abonniere diesen Kanal und aktiviere natürlich auch die Glocke, um keine solcher Videos mehr zu verpassen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal.